Ich bin hier in Bernsdorf im Leuchtturmprojekt Digital trifft Analog. Herr Thieme, was ist für Sie das Schönste im Projekt? Also das Schönste für mich ist eigentlich, ich habe das ja von Anfang an, begleite ich ja mit und habe es begleitet, wirklich so ein Aufeinanderzugehen von den Kindern auf die Älteren. Und vor allen Dingen für mich am schönsten, ich bin eigentlich originär Jugendarbeiter, ist eine wachsende Akzeptanz, vor allen Dingen von Seiten der älteren Generation gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Also wir haben ja verschiedene Workshop-Angebote durchgeführt und führen die auch noch weiterhin durch, wenn man einfach sieht, wie viele Fragen es von den Älteren bezüglich dieser Themen gibt und wie die Kinder die alle beantworten können. Es ist einfach, man sieht bei den Kindern ein Stück weit ein wachsendes Selbstvertrauen, weil ich kann was vermitteln, was ich gut kann, was ich weiß. Und vor allen Dingen, es will auch jemand wissen. Es will jemand wissen und ich bin jetzt hier quasi, ich weiß, man soll es nicht vergleichen, aber es ist mal so, die Kinder sind quasi die Lehrer und Lehrerinnen. Das ist schon irgendwo cool zu sehen. Und dass Oma, Opa, fremde Leute, Mutti, Vati einfach sehen, es ist nie bloß ein Schnickschnack oder gegen die Langeweile, warum jetzt mein Kind in Instagram, Facebook etc. ist, sondern es gehört zum Leben mit dazu. Ich interessiere mich dafür und wenn ich mich dafür interessiere, heißt das im Umkehrschluss fürs Kind doch immer, ja, Mutti und Vati interessieren sich auch für mich. Ich denke, dass man hier, also Grundidee vom gegenseitigen Verständnis, haben wir hier einen Anschub geleistet, denke ich. Vielen lieben Dank. Bitte.